Erst ein einziges Mal in dieser Saison konnte eine komplette Runde mit 6 Spielen über die Bühne gehen. Am letzten Wochenende war es dann wieder soweit, die dritte Liga konnte alle angesetzten Spiele durchführen und somit steht einer tollen Sendung heute nichts mehr im Wege. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Liga hier bei uns auf Krone TV. Mit Toren haben die Kicker der Regionalliga Ost auch nicht gegeizt in dieser Runde. 19 Volltreffer in 6 Partien macht einen Schnitt von 3,16 Tore. Packende Spiele, Favoritensiege und natürlich gab es auch die eine oder andere Überraschung. Fußballherz, was willst du mehr? Starten wir rein in die Sendung und das machen wir gleich mit einem Duell zwischen Niederösterreich und dem Burgenland. Die Admira Juniors treffen nach der Corona-Pause auf den ASV Straßburg. Die Juniors haben nach 3 Runden eine ausgeglichene Bilanz. Allerdings 1 Monat kein Pflichtspiel mehr in den Beinen. Die Burgenländer hingegen konnten bisher noch nicht wirklich überzeugen und stehen nach 6 Runden mit 4 Punkten da. Und beide hatten in den letzten Spielen, vor allem in den Heimspielen, so ihre Probleme. Wie schaut es dieses Mal aus? Ja, die Heimschwäche ablegen, das können die Straßburger nächste Woche. Jetzt ist die Admira dran. Auch die haben über ein Jahr schon daheim nicht mehr gewonnen. Schauen wir mal, was die Juniors jetzt da auf den Rasen bringen. Buchter mit der Flanke, Kalajdzic fährt da daneben. Erste gute Möglichkeit für die Elf von Patrick Helmes. Die Straßburger, Standardspezialisten, der wird da noch kurz geklärt. Und dann der Konter. Schauen Sie sich Luca Kronberger an. Unfassbarer Antritt von Kronberger. Knässl ist auch nicht gerade langsam, aber Kronberger hat, glaube ich, den Turbo gezündet. Ganz Paradestifter bei dem Schuss von Ristanic. Und dann ist es nochmal Hellermann, der es probiert und wieder Stifter am Posten. Zweifache Parade vom Schlussmann von Straßburg. Das hätte schon die Führung sein können für die Juniors. Die Straßburger über Anders, schöner Wechselpass. Und dann das Foul an Knässl und das gibt 11 Meter. 11 Meter für Straßburg nach diesem Foul. Und da schauen wir uns in der Wiederholung nochmal an. Ja, ganz klar, da trifft der Knässl. Handler, aber Sulzer gewinnt das Duell mit Patrick Handler, dem Stürmer von Straßburg. Dominik Sulzer pariert den Elfmeter. Es bleibt also beim 0:0. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Handler, herrlich gemacht von Sulzer. Da kann man schon mal gratulieren, den Tormann. Tolle Parade vom jungen Schlussmann. Patrick Handler, kein vierter Saisontreffer. Kornholz. Mit dem Freistoß und das ist die Führung. Klaus-Peter Buhr 1:0. Wenn es aus einem Elfmeter nicht klappt, dann aus einem Freistoß. 32. Minute, Klaus-Peter Buhr bringt seine Mannschaft per Kopf in Führung. Patrick Helmes, der kann es gar nicht glauben, aber vielleicht gibt es ja gleich den Ausgleich seiner Mannschaft. Auch dieser Corner gut, Stifter mit den Fäusten. Franz Lederer kann schon ein bisschen entspannter sein. Seine Mannschaft führt mit 1:0. Buchter, weiter Einwurf. Kalajdzic verlängert. Kronberger macht das schön. Und dann gibt es das Foul von Melesovic und den nächsten Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Hasanovic. Gut gemacht von Kronberger. Viel war da nicht. Ein kleiner Zupfer. Paul Friedrich Koller, eiskalt, 1:1. 42. Minute, der richtige Zeitpunkt für den Ausgleich, knapp vor der Pause. Die Admira also zum 1:1, Stifter im falschen Eck. Koller, eiskalt. Vor der Pause aber nochmal die Straßburger, Kornholz. Handler und dann ist es Melesovic. Kovac war es, Entschuldigung, Kovac, nicht Melesovic, aber die große Chance. Trotzdem vergeben, Halbzeitstand 1:1 zwischen den Juniors und Straßburg. Zweiter Abschnitt, Knässl, Makic auf Kornholz. Der bringt den Ball noch rein. Die Admira kann nicht gut klären und Knässl dann
Ja, schlecht als recht, Franz Lederer. Kann so einen Schuss nicht ganz verstehen. Dann Buchecker. Mit dem Flankenlauf und Markic. Solche sind nochmal seine Bälle. Marian Markic köpft drüber aus kürzester Distanz. Patrick Helmes will das erklärt haben. Wie so etwas geht, dass einer, ein Stürmer, da so frei köpfen kann. Buchecker. Jetzt einmal hinten mit dem Fehler. Kalajdzic. Und den nützen sie. Kronberger 2:1. Luca Kronberger macht's für die Juniors, 58. Minute. Buchecker mit dem katastrophalen Fehler. Kalajdzic sieht da in der Mitte Kronberger. Knarz kommt nicht mehr ran. Und die Admira geht 2:1 in Führung. Spiel gedreht. Vielleicht gibt's ja wirklich den ersten Heimerfolg nach über einem Jahr. Handler, die Trausburger, die wollen den Ausgleich. Anders aber. Dominik Sulzer im Tor. Aufmerksam. Makic. Setzt sich da gut durch. Das ist Knarz mit dem Stangelpass. Handler, 2:2. 70. Minute, Patrick Handler macht den Ausgleich. Vom Punkt hat es nicht geklappt. Nach dem Stangelpass von Knarz schon. Ganz frei gewesen, Spritzer dazwischen, 2:2 und Helmes. Sagt, wenn man vorne die Tore nicht macht, bekommt man es hinten. Wieder ist es Handler. Die Admira kriegt da nicht wirklich den Ball weg, Hornholz. Guter Schuss, aber auch die Parade von Sulzer. Schwer in Ordnung gewesen. Dann Kalajdzic. Wird da geschickt, Stifter, riskiert da Kopf und Kragen für den Punktegewinn seiner Trausburger. Gerade noch rechtzeitig aus seinem Kasten gekommen. Klaus-Peter Buhr mit der letzten Möglichkeit. Der Schuss geht aber drüber. Es bleibt beim 2:2. Der Leidensweg der Trausburger setzt sich also fort, auch in der Südstadt. Bei 0:0 einen Elfmeter verschossen und schlussendlich dann am Ende doch noch ein 2:2 geholt. Ein Punkt ist ein Punkt. Jetzt heißt es für die Burgenländer einmal zu Hause gewinnen. Und das hätten die Juniors auch gerne gemacht. Die Elf von Patrick Helmes hat einen noch längeren Leidensweg als die Lederelf zu beklagen. Während die Burgenländer seit einem Jahr keinen Sieg mehr auf heimischem Boden feiern konnten, warten die Südstädter bereits seit dem 23. August 2019 auf einen Heimsieg. Damals gab es ein 2:1 gegen Mauerwerk. 9 Punkte nach 4 Runden und mit Bruck an der Leiter für viele die bisherige Überraschung. Das Team Wiener Linien mit Trainer Herbert Gager konnte in den ersten Spielen der neuen Saison nahtlos an die Meisterschaft anschließen aus dem Vorjahr. In den letzten beiden Partien konnte man jeweils einen Sieg auf fremdem Boden einfahren. Das will man natürlich auch beim Corona-Abbruchmeister FC Machfeld-Mansdorf schaffen. Obwohl sich die Janka-Elf nach schwachem Start jetzt stabilisiert hat und seit 2 Runden ungeschlagen ist. Ein Match auf Augenhöhe und ja, da wird wohl die Tagesverfassung entscheiden. Zuschauer waren bei diesem Spiel eigentlich nicht erlaubt. Immerhin zeigt die Corona-Ampel orange an im Bezirk. Einige waren einfallsreich und konnten sich das Spiel trotzdem ansehen. Sogar vor Ort und nicht im Livestream. Ohne Trainer Herbert Gagert tritt das Team Wiener Linien in Mansdorf an. Ein Punkt wäre schön, 3 Punkte wären besser. Die erste Möglichkeit haben aber die heimischen Jakov Josic mit seinem Freistoß. Noch keine Gefahr für Ertan Uzun im Tor vom Team Wiener Linien. Carsten Janka teilt einmal seine Mannschaft ein. Vielleicht gelingt ja ein früher Treffer. Fehler. Der Hintermannschaft und das ist Jasmin Delic, der probiert es da aus der Distanz. Philipp Bettermann hat aber keine Probleme mit diesem Schuss. Die Mansdorfer wieder Jakov Josic, dieses Mal kein Freistoß, sondern aus dem Spiel, aber auch der Versuch schlägt fehl. Pero Brunic, der Assistenztrainer von Herbert Gager, versucht seine Abwehr zu stabilisieren. Radko Buljic, der wird da gar nicht attackiert, schießt dann noch mit Mann und dann ist es Luka Pichler mit der Parade von Ertan Uzun aufgehalten. Die erste wirklich große Möglichkeit im Spiel, also für die Mansdorfer.
Luca Pichler scheitert an Uzun. Dann Samuel Opunk, der kommt da ein bisschen besser mal in Fahrt und gut in eine Schussposition sein. Abschluss, aber dann ein bisschen zu hoch, geht knapp übers Kreuzeck. Bulic wird da gelegt, Vorteil. Gut ausgelegt diese Regel, Samuel Opong, immer noch Opong, keine Probleme für Uzun. Trainer Carsten Janka zeigt es an, wie es gehen kann. So soll man schießen, ab und probier's. Wir sind kurz vor der Pause, Suda mit dem Freistoß an die Stange. Da hat das Team Wiener Linien Pech, Halbzeitstand 0:0, der hätte sich einen Treffer verdient. Zu Beginn der zweiten Hälfte, die nächste Standardsituation für das Team Wiener Linien. Rajkovic bringt den Ball hervorragend rein, das ist Josip Francesevic und der trifft 1:0 für die Gäste. Francesevic macht's, Petermann ist ein bisschen die Sicht verstellt, der kommt da nicht mehr ran und es steht 1:0 für das Team Wiener Linien. 49. Minute, ein Auftakt nach Maß zu Beginn der zweiten Halbzeit. Die Antwort von Mansdorf, das war Strapajevic. Mula Halilovic bringt den Ball nochmal in die Mitte und das ist Luca Pichler und das ist ein sensationeller Treffer. 1:1, nur zwei Minuten später. Der Ausgleich, das ist die richtige Antwort der Janka Elf. Und was für ein Schuss von Luca Pichler, er hat Uzun geschlagen, der Ausgleich. Bulic auf Mula Halilovic, Jonovic, der kommt auch mal damit vor und das ist Pichler, der sieht Opong, Außennetz. Da haben einige schon den Torschrei auf den Lippen gehabt, aber Opong trifft nur das Außennetz. Suda spielt sich da frei gegen zwei und dann zieht er ab, gute Möglichkeit. Daniel Suda, nächster guter Schuss, Petermann mit Problemen und die Zaungäste, die sehen wieder mal einen Freistoß von Jakov Josic. Das hat er im Sportclub-Dress besser gemacht. Da hat er getroffen am Fließband. In Mansdorf hat es noch nicht so richtig geklappt. Und dann Opong alleine auf Uzun. Und der kann da gar nicht mehr ausweichen. Opong wollte ihn da umlaufen, kracht aber mit Uzun zusammen. Beiden nichts passiert. Und die Herrschaften sind einfallsreich, was die Zuschauerplätze betrifft. Das war noch eine Chance für das Team Wiener Linien. Dann wieder so ein ruhender Ball. Jakov Josic weit. Uzun verschätzt sich. Grivak. Der hat da einen Größenvorteil gegenüber Uzun. Der Ball geht aber dann nicht ins Tor. Wir sind in der Schlussphase. Bulic mit dem Corner. Das ist Novotny. 2:1. 89. Minute. Der Lucky Punch, der Machfelder. Ratko Bulic mit der Ecke. Novotny an der ersten Stange. Und der Ball ist drin und das ist die Führung für die Mansdorf. Und zeitgleich auch der Endstand. Ja, in der Schlussphase hat sich das Team Wiener Linien dann doch noch das 1:2 nach einem ruhenden Ball eingefangen. Chancen der Janka Elf hat es in der Schlussphase ja genügend dafür gegeben. Somit bleibt der Aufwärtstrend der Mansdorfer bestehen. Das Team Wiener Linien musste sich zum zweiten Mal in der laufenden Saison geschlagen geben. Die Interviews zum Spiel haben wir natürlich auch für Sie. Ich glaube, dass wir insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Team Wiener Linien hat uns alles abverlangt. Das ist eine sehr robuste und sehr erfahrene Truppe. Haben dann das 1:0, das Gegentor, sehr gut weggesteckt. Sind gleich zurückgekommen und ich glaube, insgesamt verdienter Sieg. Nicht glaube, ich bin davon überzeugt, verdienter Sieg. Die Leistung war, wenn man jetzt gleich erste Halbzeit am Anfang haben wir Probleme gehabt, überhaupt über eine linke Offensivseite. Da sind sie recht gut drüber gekommen. Da haben wir auch recht schnell gelbe Karten gekriegt. Deswegen habe ich mich entschlossen, nach 29-30 Minuten umzustellen und auch auszuwechseln. Und ab der 30. finde ich, haben wir es sehr gut umgesetzt. Haben da bis zur Halbzeit dann eine Corner-Serie gehabt, haben einen Stangenschuss durch einen Freistoß gehabt und waren meiner Meinung nach bis von der 30. bis zur Halbzeit auf alle Fälle näher dem Tor. Dann ist es in die Pause gegangen und dann ist das eingetroffen, was wir gehofft haben. Wir machen ein Tor und leider halt kriegen wir dann ein sehr billiges Tor innerhalb 120 Sekunden. Das war natürlich, aber das haben wir dann auch recht gut weggesteckt, meiner Meinung nach. Das Spiel war offen, auf beiden Seiten waren Möglichkeiten. Es war ein rassiges Spiel, war jetzt kein hochklassiges Spiel, aber ein rassiges Spiel. Und ja,
dass wir dann durch eine Standardsituation, wo wir eigentlich wo alle eine Einteilung haben, dass wir dann ein Tor bekommen, ist umso schiercher, sagen wir es mal so, beziehungsweise tut auf alle Fälle weh, weil jeder Spieler hat seinen Mann. Und das ist, wenn du 89 Minuten das sehr gut erfüllst und dann in der 90. auf alle Fälle dann auf einmal dann mit leeren Händen dastehst. Aber wie gesagt, Fehler machen wir alle. Und deswegen, wir sind da, dass wir die Fehler minimieren und jede Woche weniger machen. Und wir sind am Dienstag, wir müssen uns jetzt schon fokussieren auf Dienstag. Wir sind am Dienstag in Stripfing und da schauen wir, dass wir ein paar Sachen besser machen, beziehungsweise nicht mit leeren Händen heimfahren. Kommen wir gleich zur zweiten Sensationsmannschaft, dem ASK BSC Bruck an der Leitha. Die Sandner-Elf konnte vor allem in den Heimspielen bislang mehr als nur überzeugen. 3:0 gegen den ersten Wiener Neustädter SC, 3:0 gegen Wiener Viktoria, 2:1 gegen Dreiskirchen und dann hat es noch ein 4:2 gegen den FC Mauerwerk gegeben. Daher ist es keine Überraschung, dass der SC Neusiedl am See nur als krassen Außenseiter in dieses Duell geht. Immerhin sind die Burgenländer auch noch das Tabellenschlusslicht in der dritten Liga. Gibt es eine Überraschung oder feiert Bruck an der Leitha den 5. Heimsieg im 5. Spiel? Wir dürfen gespannt sein. Weiße Weste von Bruck an der Leitha zu Hause, das hat es auch noch nicht oft gegeben. Zuletzt, glaube ich, in der ersten oder zweiten Landesliga. Zu Gast in Bruck, Neusiedl am See und die Heimischen gleich mit der ersten Torchance natürlich. Matus Baugner, der Torjäger. Verzieht aber noch. Mario Sandner sieht einen Eckball der Neusiedler und die Führung. Patrick Sonnleitner macht 10. Spielminute 1:0 für die Gäste. Und das ist überraschend. 1:0. Sonnleitner per Kopf ins kurze Eck. Die Antwort der Brucker ebenfalls aus einer Standard. Der Ball geht aber dann doch übers Tor. Die Sandner-Elf, die übernimmt das Kommando im Spiel. Baugner. Raus auf den Flügel, Kautz mit der Flanke, Baugner im 16er. Ausgleich 1:1, Matus Baugner, 18. Minute. 8. Saisontreffer für den slowakischen Legionär. Keine Möglichkeit für Kraus, der war unhaltbar. Selbst eingeleitet und auch dann noch abgeschlossen. Die Brucker können den schnellen Ausgleich fixieren, dann Boland. Fehlpass, der Pass in die Tiefe und der Konterstürmer Matus Baugner. Am Weg zum 2:1, jawohl. Matus Baugner macht's, 33. Minute, er bringt die Brucker in Führung. Eigentlich ein Strafraumstürmer, aber schon gegen Mauerwerk. 2 Kontertore geschossen und auch jetzt gegen Neusiedl. Herrlicher Abschluss, Kraus wieder ohne Abwehrmöglichkeit. Die Brucker, die führen, die haben das Spiel gedreht. 2:1. Was kommt jetzt von den Neusiedlern? Das ist Kinzel. Mit der Hereingabe, Ulig. Knapp daneben, darauf dich auch Sascha Steinacher, der Trainer, der Neusiedler, die Haare. Er ja nicht mit von der Partie. Dann wieder Sarah, weiter Ball in den Strafraum. 3:1. Na, wer glauben Sie, war es? Natürlich Matus Baugner. 3. Treffer von Baugner. Ein Hattrick, ein Lupenreiner auch noch. Wieder ein Kopfballtreffer, aber das sollten die Neusiedler auch schon wissen, dass der Kopfball stark ist. Und die schwimmen jetzt, die Neusiedler. Die Brucker schon wieder da. Kautz schießt Baugner an, der macht einen 4. Treffer, zählt aber nicht. Abseitsstellung. Halbzeitstand also 3:1 für die Heimischen. Das schaut so aus, als würde der nächste Sieg eingefahren werden. Elbel mit der Hereingabe. Baugner, herrlich gemacht, immer noch Baugner. Dann fällt Kautz der Ball vor die Füße und der hat keine Mühe mehr, das 4:1 zu erzielen. Die Brucker zerlegen Neusiedl in die Einzelteile. Da war ein bisschen Glück dabei. Kautz staubt dann ab und erhöht auf 4:1. Boland, nächster Fehler da in der Abwehr. Kautz, Baugner. Drei Neusiedler kennen sich dann nicht wirklich aus. Ivic ist eingewechselt worden. Der erste Warnschuss von ihm aufs Tor von Kraus. Sascha Steinacher kann es nicht fassen. Seine Mannen, ja, fast schon desolat. Dann wieder Ivic mit dem Ball auf Elbel. Die haben irrsinnig viel Platz, die Brucker. Dieses Mal aber Kraus mit der Parade. Marco Elbel, ein flotter Spieler, aber beim Abschluss noch öfters zu unkonzentriert. Dann wieder Ivic, der probiert es einmal, Doppelstange.
Jetzt haben die Neusiedler auch noch Glück. Das wäre das 5:1 gewesen. Aber wenn es nicht vorher war, vielleicht jetzt Bogner. Narta, die Verteidigung der Neusiedler. Dejanovic schnappt sich da das Leder. Zweikampfverhalten der Neusiedler. Desolat, 5:1. Ilja Dejanovic macht's. Platzierter Schuss in die Ecke. Die Neusiedler stehen da rundherum, keiner geht an. Dejanovic versenkt den Ball zum 5:1. Schützenfest der Brucker. Nezina rammt da Boland weg und dann auch noch ein Eigentor von Sonnleitner. 74. Minute, 6:1 für den ASK BSC Bruck an der Leiter. Eine Hinrichtung für die Neusiedler. Toller Einsatz von Nezina, dann mit dem Körper kein Foul. Dann Foul von Ulbing an Bokai und der hat da keine feinen Worte zu sagen, dem Neusiedler. Schiedsrichter Schilcher gibt Gelb für Ulig für dieses Foul. Bokai hört aber nicht auf, schimpft weiter und bekommt Rot wegen Beleidigung. Dann mischt sich auch noch Vedran Jerkovic ein. Der würde auch noch gerne eine Karte haben. Dem kommt Schiedsrichter Schilcher natürlich gerne nach. Auch Gelb für Jerkovic. Bocke auf jeden Fall, 82. Minute. Er muss vom Feld, rote Karte. Die Neusiedler noch mit Maurer. Das war eine der wenigen Torschancen der Neusiedler. Die Brucker gewinnen 6:1 gegen Neusiedler am See. Ich glaube, wenn man sich das Ergebnis anschaut, das spricht schon eine deutliche Sprache. Die Brucker schossen die Neusiedler mit einem 6:1 noch weiter in die Krise. Für die Sandner-Elf geht der Weg anscheinend weiter nach oben. Matusz Paugner, 3 Tore, 10 Saisontreffer, da kann man nur den Hut vor dem Goalgetter ziehen. Für die Brucker der 5. Heimsieg im 5. Spiel. Jetzt sollte man aber auch beginnen, vielleicht auswärts zu punkten. Da hat es noch keine Zähler gegeben. Geballte Ladung Fußball war das jetzt einmal im ersten Teil bei uns in der 3. Liga. Wir machen eine kurze Pause und kommen mit 3 weiteren Spielen gleich wieder. Bis gleich, bleiben Sie dran. Willkommen zurück in der 3. Liga und es liegen immer noch 3 sehr spannende Spiele vor uns. 3 haben wir schon gesehen, einige Tore. Ja, sind da schon gefallen. Eine Menge, würde ich so sagen. Und wir wollen keine weitere Sekunde verlieren und starten gleich mit dem 4. Match der 8. Runde. Unterschiedlicher kann die Kräfteverteilung in diesem Spiel zwischen Wiener Viktoria und Leobendorf derzeit nicht sein. Obwohl die Meidlinger mit dem 3:0-Sieg in der letzten Runde gegen den FC Mauerwerk ein Lebenszeichen von sich gegeben haben. Und auch die rote Laterne abgeben konnten. Aber im Spiel gegen die Niederösterreicher ist man krasser Außenseiter. Da ist auch der kleine Kunstrasen der Viktoria nicht ausschlaggebend. Die Laschet-Elf startete mit 5 Siegen aus 5 Spielen perfekt in die neue Saison. Und jetzt soll Sieg Nummer 6 folgen. 3 Punkte hat die Mannschaft von Toni Polster letzte Runde gegen Mauerwerk geholt. Und das wäre natürlich auch schön, wenn man das gegen Leobendorf schaffen würde. Wiener Viktoria in Rot mit Bakici und der übersieht da einfach mal Miesenböck. Aber Günther Amberger stoppt da den Leobendorfer Angreifer mit einer Glanztat. Der tut sich da zwar ein bisschen weh, kann aber weiterspielen. Die Zuschauer, die sehen eine flotte Partie. Da ist er wieder. Miesenböck mit der Ecke. Amberger mit der Faust und dann Unger mit dem Fallrückzieher. Das wäre ein Treffer geworden. Tor des Jahres fast schon. Die mitgereisten Fans von Leobendorf sehen aber jetzt einen Freischuss von Lazarevic. Auch der war gefährlich. Da hat es zum ersten Mal gebrannt vor dem Kasten von Lukas Schweiger. Die darauffolgende Ecke wieder Lazarevic. Die kommt auch gefährlich. Schweiger mit den Fäusten. Wiener Viktoria will einen Treffer. Der Schiedsrichter sagt aber nein. Zückt hier die gelbe Karte für Thomas Meyer. Toller Eckball von Lazarevic, bleibt aber immer noch beim 0:0 an Janwu. Viktoria versteckt sich überhaupt nicht. Justin Vadero mit der Hereingabe und wieder Lazarevic. Nächste große Möglichkeit für Wiener Viktoria. Aber Lazarevic, der Kapitän der Meidlinger, bringt den Ball nicht aufs Tor. Die Fans hätten da gerne die Führung gesehen. Die Gäste aus Leobendorf auch mit einem weiten Ball in die Spitze. Milosevic, der chippt ihm da drüber. Und dann
ist es Miesenböck mit dem Treffer, der zählt aber nicht. Abseitsstellung von Marco Miesenböck. Das wäre sein 5. Saisontreffer gewesen. Sascha Laschet versteht die Welt nicht mehr. Halbzeitstand Wiener Viktoria gegen Leomdorf, also 0:0. Nach dem Seitenwechsel Branic auf Kevin Aue. Amberger am Posten. Marko Marković in Zusammenspiel mit Anjanwu. Marković, immer noch Marković. Er verfehlt aber auch das Ziel recht deutlich. Dann wieder Leomdorf mit Ungar und Christian Babic. Der Ball kommt irgendwie zu Miesenböck und sie wissen es, was kommt. Abseits, natürlich. Es soll nicht sein für Marco Miesenböck, 2. Abseitstreffer an diesem Tag. Zählt wieder nicht. Die Leomdorfer, die wollen jetzt unbedingt die Führung. Unger, gut gespielt, das ist Peter Zöch, der ist eingewechselt worden und da haben nur Zentimeter gefehlt bei diesem Schuss von Peter Zöch. Wir sind in der Schlussphase. Milosevic und der Kopfball geht ins Tor. Unglaublich. Miroslav Milosevic natürlich. Wer sonst? 1:0, 79. Minute. Eine Bogenlampe, die sich runtersenkt. Amberger, keine Möglichkeit, diese abzuwehren. Und Leomdorf führt zur Freude der Fans 1:0. Schweiger kann den Ball da nicht festhalten. Bankei gegen Schweiger und dann das Foul oder nicht. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Toni Polster auf 100, wenn nicht auf 1000. Branic. Das ist Viertel. Emir Dilic. Und auch der war ganz knapp. Das wäre wohl die Entscheidung gewesen. Kurz vor dem Ende. Wiener Viktoria macht auf, die Leomdorfer im Konter. Natürlich mit Branic, Übersteiger, Übersteiger und der trifft 2:0, der Deckel ist drauf, 90. Minute. Oliver Branic zeigt es an, hier regiert Leomdorf. Herrlicher Treffer, herrlicher Übersteiger, 2:0, keine Chance für Amberger und der Kuchen ist gegessen. Die werden wieder gewinnen, die Leomdorfer, Schweiger, Abschlag und das ist nochmal Peter Zöch und das ist das 3:0. 93. Minute, auch Zöch darf mal ran. Der trifft da zum Endstand, zum 3:0 und die Fans, die jubeln. Der Lauf von den Leomdorfern geht also weiter. Auch Wiener Viktoria kann die Laschet-Elf nicht stoppen. Die blütenweiße Weste, die schaut herrlich aus. 6 Siege, 6 Spiele. Also in 6 Spielen 6 Siege, so ist es richtig. 18 Punkte, das Ergebnis von 3:0. Das hört sich zwar relativ hoch an, doch die Tore erzielte man alle erst in den letzten 11 Minuten. Bitter für Wiener Viktoria, also die Polster 11, die hat sich zwar teuer verkauft, aber am Ende steht man wieder einmal mit leeren Händen da. Nächstes Spiel, und das ist eigentlich ein echtes Topspiel in dieser Liga. Dreiskirchen gegen Stripfing, und da muss man sagen, einen Favoriten in dieser Partie gibt es nicht wirklich. Auf der einen Seite die Dreiskirchener, die derzeit wohl den schönsten Fußball in der ganzen Liga spielen und mit viel Selbstvertrauen in dieses Match gehen. Und auf der anderen Seite Titelkandidat Stripfing mit dem sicherlich bestbesetzten Kader aller Ostliga-Clubs. Allerdings musste sich die Klärelf in der letzten Runde erstmals in dieser Saison geschlagen geben. 0:1 verlor man, 0:2, Entschuldigung, verlor man dort gegen den Wiener Sportclub. Wir dürfen also gespannt sein, wer diese Partie für sich entscheidet. Dreiskirchen in Blau trifft auf den SV Stripfing in ganz Gelb. Marvin Trost und Benjamin Sulimani bei der Platzwahl. Freundschaftliches Shakeshand. Die erste Möglichkeit hat Patrick Haas und seine Dreiskirchner. Der zirkelt da einen Eckball fast direkt ins Tor. Sadilek passt auf mit den Fingerspitzen, war ja noch dran und kann zum Corner klären. Der bringt aber nichts ein. Die Stripfinger mit einem weiten Pass in die Spitze. Gütschlö. Gute Seitenverlagerung, das ist Weber. Der bringt den Ball gut, aber auch Grischke muss aufgewärmt werden. Keine besonders schwere Tat für den Dreiskirchen-Schlussmann. Sichere Beute. Eftenitsch mit der Flanke. Trost kann nur kurz abwehren. Weber. Und da ist schon
Eine schwierigere Parade notwendig bei diesem Schuss von Thomas Webmer. Aber auch diese macht Gischke da ganz sicher. Dann Frank. Frank Serenci. Dazwischen noch. Außennetz. Die beste Möglichkeit für die Striebfänger in diesem Match. Nika Serenci ersetzte Jajavus mit der Fußspitze noch dran. Frank trifft daher das Tor nicht, nämlich nur das Außennetz. Immer wieder Standards bei den Dreiskirchnern. Da ist viel los, Haas. Der Schuss wird abgeblockt und dann ist es Robin Linhardt. Der probiert es da mit einem Heber, schaut aber nicht dabei viel heraus. Hans Klär, seine Striebfinger haben die Partie eigentlich unter Kontrolle. Aber die Dreiskirchner können sich immer wieder gut befreien. Elis Bayrami, gut gemacht. Das ist Patrick Haas. Immer noch Haas. Der trifft den Ball aber nicht richtig. In den letzten Spielen jedes Mal ein Tor, wenn nicht ein Doppelpack dieses Mal. Den Schuhstiefel nicht gut geschnürt. Dann Nico Löffler. Suleimani steckt da durch für Kürsat Gütschlü. Wieder ist es sehr entschieden. Rutschen gelehrt, Halbzeitstand. Dreiskirchen gegen Striebfing 0:0. Dann Gütschlü. Auf Alex Frank. Marvin Trost attackiert da. Beide fallen um. Suleimani wird geblockt. Und Thomas Weber erzielt das 1:0 für die Striebfinger. 49. Minute, aber die Dreiskirchner verstehen die Welt nicht mehr. Suleimani im Abseits gestanden. Schiedsrichter sagt aber, der Ball ist von Trost gespielt worden. Mit der Ferse auf Suleimani, daher kein Abseits. Die Beratung ergibt das Gleiche. Der Treffer zählt 1:0 für die Striebfinger also. Und die Dreiskirchner jetzt mit der Wut im Bauch. Bayrami, gut gemacht. Im Duell der beiden Zehner. Sadilek aber, mit dem Schuss hat er keine Probleme. Weber, der Torschütze. Dieses Mal als Vorbereiter Suleimani. Sein Kopfball aber nicht gefährlich fürs Dreiskirchentor. Ja, bittere Pille für die Dreiskirchner, so ein dummes Gegentor zu bekommen. Bayrami mit dem Freistoß. Der geht aber doch dann etwas weiter daneben, das weiß er. Auch Gütschlü probiert sich mit einem Freistoß, aber auch der ist kaum gefährlich. Dann wieder Gütschlü. Der kann nicht gestoppt werden. Gütschlü mit dem Zuspiel auf Nico Löffler. Löffler mit der Hereingabe. Und das ist keine schlechte Idee gewesen, da diesen Volley zu probieren. Gütschlü rutscht am Schluss dann am Ball, aber trotzdem vorbei. Sieger mit dem weiten Abschlag. Trost rutscht da aus. Gütschlü. Gut gespielt, Ali Alaca, der Ex-Dreiskirchner, verzieht da aussichtsreiche Schussposition. Alaca verzieht den Ball, aber der geht dann doch etwas weiter am langen Eck vorbei. Dann Cucic, der ist auch eingewechselt worden, der wird da gar nicht attackiert. Cucic, aber auch der trifft das Tor nicht. Das waren keine richtigen Torchancen, das waren schon fast Verzweiflungsschüsse der Dreiskirchner. Die wollen da unbedingt den Ausgleich haben. Vielleicht jetzt Bayrami. Aber auch er trifft nur das Außennetz. Zwar vorbei an Sadilek, aber nicht genau genug. Außennetz. Es bleibt beim 1:0 für die Gäste aus Striebfing. Schlussoffensive der Heimischen. Wieder Cucic. Wartet da gut. Die Hereingabe. Fischauer. Und dann nochmal. Elic. Aber das ist zu wenig. Die Top-Chancen bleiben aus, vielleicht jetzt. 90. Minute, Eckball. Robin Linhardt, kommt er dann nochmal zum Schießen? Der schupft ihm sogar und was macht Grosic da? Auf der Linie, Wahnsinns-Rettungsstart des Striebfinger-Verteidigers. Linhardt macht alles richtig und Grosic kratzt da den Ball. Ja, mit seiner Haarpracht, da dieser Stoppelklatze noch von der Linie und rettet den Striebfingern. Somit die 3 Punkte auswärts. In Dreiskirchen. Ja, wir bedanken uns für euren Besuch hier im Sportzentrum.
Ja, so richtige Höhepunkte gab es in diesem Spiel nicht wirklich viele. Aber ja, das wird den Stripfingern egal sein. Sie siegten durch ein Tor von Thomas Weber mit 1:0. Doch gerade dieser Treffer wurde unter und nach dem Spiel hitzig und fleißig diskutiert. Schauen wir uns dieses Tor noch einmal an. Abseitsstellung von Soleimani oder war er doch nicht im Abseits? Kommt der Ball von Trost oder doch von Frank? Wir haben noch eine Einstellung für Sie, aber achten Sie ganz links auf den Assistenten, was der so macht. Ja, der Assistent, der hatte eine Abseitsstellung gesehen, hatte sofort die Fahne oben. Der Schiedsrichter hat ihn overruled und deutete ihm sogar, er soll die Fahne runternehmen. Eine ganz schwere Entscheidung, dass da die Dreiskirchner natürlich gehadert haben mit dieser unglücklichen Entscheidung. Das ist natürlich klar. Die Stripfinger, denen war es egal, der Treffer hat gezählt. Und diese Situation, die werden wir noch einmal am Donnerstag besprechen, etwas genauer. Und es gab auch noch eine Elfmetersituation im Strafraum. Ja, der Stripfinger. Und auch die schauen wir uns am Donnerstag noch mal genauer an. So, 5 Spiele haben wir jetzt abgehandelt. Eines fehlt natürlich noch und das war unser Live-Spiel. Und kein Match in dieser Runde hat so viele Fragen aufgeworfen wie das Duell zwischen dem Wiener Sportclub und dem FC Mauerwerk. Vor allem bei den Simmeringern, da ist ja mit Norbert Schweizer seit Montag ein neuer Trainer in Amt und Würden. Und er kennt ja Mauerwerk und er kennt den Sportclub und er hat erst seit Montag quasi trotzdem ein bisschen frischen Wind in den Club gebracht und die Mauerwerker vielleicht ein bisschen aufgerüttelt. Diesen frischen Wind, den gehört es jetzt auf den Platz zu bringen. Und da ist vielleicht der Sportclub, so komisch es auch klingen will, vielleicht genau der richtige Gegner. Nicht als Tabellenführer, sondern als Gegner, den auch Schweizer sehr gut kennt. Für Sportclubstrainer Robert Weinstabl ist dieser Trainerwechsel nicht so gelegen gekommen, wie er in einem Gespräch mit mir verraten hat. Allerdings agierten die Dornbacher mit der Tabellenführung im Rücken und zuletzt tollen Ergebnissen wie zum Beispiel den 2:0-Sieg über Titelkandidat Stripfing. Der Favorit ist der Wiener Sportclub. Aber Mauerwerk darf man nicht unterschätzen. Was Norbert Schweizer vor dem Spiel zu sagen hatte, hören wir rein. Norbert Schweizer, eine doppelte Heimkehr. Zuerst einmal auf die Trainerbank von Mauerwerk und dann nach Dornbach, wo du ja schon Trainer warst. Ein ganz besonderes Spiel, knapp 362 Tage, glaube ich, sind es, seit du hier dein letztes Spiel gemacht hast gegen den Wiener Sportclub als Mauerwerk-Trainer, 2:2. Wir haben ja schon im Studio geredet, ein Ergebnis, das dir, glaube ich, nicht so gefällt. Du willst einen Sieg. Ja, wir wollen auf jeden Fall gewinnen, aber wir schauen dann, wie der Spielverlauf ist. Vielleicht sind wir dann mit einem X zufrieden, aber grundsätzlich gehen wir rein, um da 3 Punkte zu holen. Wie war die Vorbereitung auf dieses Match? Ja, wahnsinnig kurz. Ich bin jetzt 2 Tage bei der Mannschaft. Wir haben ein paar Grundprinzipien besprochen, haben noch nicht viel umsetzen können im Training. Also mich viel auch auf meinen Co-Trainer Patrick Kasuber verlassen und wir werden da im Team da versuchen, das heute gut rüberzukriegen und zu coachen und hoffen, dass man das alles aufgeht. Du hast ja eine relativ leichte Auslosung ausgesucht zu deinem Start. Jetzt Sportclub, Andreaskirchen und Leomdorf, oder? Ja, dazwischen ist, glaube ich, noch Stripfing. Ja, aber das kommt jetzt Schlag auf Schlag. Wir haben auch leider wenig Zeit zu trainieren, weil wir jetzt 3 oder 4 Wochen hintereinander Englisch oder Samstag, Dienstag, Freitag, Mittwoch spielen. Aber es soll keine Ausrede sein. Jetzt kommen wir vielleicht in einen guten Rhythmus und der Start heute wäre halt wahnsinnig wichtig, dass wir da positiv rausgehen. Dann fallen die nächsten Tage leichter. Ich zahle freiwillig 2 Euro ins Phrasenschwein. Gibt es heute den berühmten Trainereffekt? Na, wir hoffen drauf. Wobei ich sage, trotzdem viel haben wir noch nicht machen können und viel was anderes, außer halt von der Mentalität her, sie anders herzuführen und ein bisschen was anderes zu verlangen. Aber im Prinzip bin ich da schon noch ein bisschen Passagier in diesem Spiel und hoffe trotzdem, dass wir stark genug sind, dass wir uns hier wehren können. Norbert Schweizer ist also zurück in Dornbach, nicht als Sportclub-Trainer, sondern als Coach des FC Mauerwerk. Und die sind in einer leichten Krise. 2 Niederlagen in Serie.
Ein Sieg muss her. Aber der Sportclub von Big Inn an überlegen. Und das ist die erste halbwegs gute Möglichkeit. Das war Ivan mit dem Wolle nach einem Belgian Stangelpass und Norbert Schweizer. Ja, der glaubt, es ist immer noch Sommer ohne Pullover, ohne dickeren Pullover in der Coachingzone. Der Sportclub heizt ganz schön ein, den Mauerwerkspieler. Nächste Möglichkeit. Todorowski war es dieses Mal. Sein Schuss verfehlt, aber auch das Ziel. Bartolome Kolo im Tor vom Mauerwerk musste dann nicht eingreifen. Dann wieder Hirschhofer. Auf die Seite raus. Das ist wieder Todorowski und der probiert es jetzt einmal flach. Prüft der Kuru zum ersten Mal, der hat die Probe bestanden. Immer noch 0:0. Dann ein langer und weiter Einwurf von Haas. Der Ball kommt direkt zu Jakl und Kuru mit der ersten wirklichen Prüfung. Und die hat er bravourös gemeistert. Alles konzentriert sich da auf Hirschhofer. Jakl aus dem Hinterhalt mit der ersten sehr guten Möglichkeit für die Heimischen. Dann Todorowski. Wieder so ein herrlicher Pass, Jakl, dieses Mal mit Gefühl und Kuru muss sich da gehörig strecken. Schauen wir uns das nochmal an, ja. Tolle Parade gegen den Ex-Mitspieler. Dann einmal Mauerwehr, Christopher Krön ist das. Der tunnelt der Haas, aber der Abschluss keine Probleme für Prögelhof. Mauerwerk offensiv eigentlich nicht vorhanden, der Sportclub. Ja, bringt halt den Ball nicht ins Tor. Dann dieses Foul eigentlich von Gusic an Stojanovic. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Und da hat Luka Gusic Pech. Der Ball geht ganz knapp am Tor vorbei. Kuru hätte den nicht mehr erwischt. Zuvor aber ein klares Foul von Gusic mit dem Ellbogen in Gesichtshöhe. Trifft er da Stojanovic, der geht zu Boden. Aber ein Foul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Und das hätte der Führungstreffer für Mauerwerk sein können. Antonio Vidovic nach einem Putzug-Luftloch mit dem Wolle. Prögelhof ist am Posten mit einem torlosen 0:0 geht es in die Pause. Der Sportclub hat einen Chancenplus, aber das Tor haben sie trotzdem noch nicht geschossen. Zweite Spielhälfte, Mauerwerk über Ida. Duha mit der Flanke, der probiert Sajatic nochmal auf Ida und der ist abgefälscht. Und der senkt sich da gefährlich nach unten. Wieder nichts. Dann Gusic. Schwerer Fehler von Luka Gusic. Kuhan auf Vidovic. Und der lässt sich das nicht entgehen. Der Torjäger vom Mauerwerk 1:0. Der braucht da den Ball nur noch ins Tor einschieben. Vierter Saisontreffer für Antonio Vidovic. Und überraschend die Führung. Aber schauen Sie sich diesen Fehler an von Gusic. Keiner coacht ihn. Kuhan spielt Pressing. Vidovic ganz locker zum 1:0. Böses Erwachen für den Sportclub. Ja, die Tore, die man nicht schießt, die bekommt man. Der Abwehrfehler, der hat nur noch den Rest gemacht. Der Sportclub, der will unbedingt den Ausgleich. Todorowski mit dem Freistoß, der kommt gefährlich. Kuru mit der Parade. Ja, jetzt kann sich Mauerwerk wirklich schon bei Kuru bedanken, dass da immer noch die Null steht. Rollende Angriffe der Dornbacher. Belian, nächste Flanke in den 16er. Thomas Jakl verpasst da den Ball, die Hereingabe von Belian. Ivan. Aber dieses Mal bringt Todorowski den Ball nicht unter Kontrolle. Der wirkt auch schon etwas müde. Mauerwerk traut sich jetzt auch nach vor. Jatic, aber zu zentral auf Prögelhof. Ja, zaghaft probiert der FC Mauerwerk in der Offensive da anzukommen. Ida, vielleicht jetzt einmal etwas Gefährliches. Duha mit der Hereingabe. Vidovic per Kopf. Aber auch der war zu ungenau. Trifft nur die blaue Tribüne. Prögelhof mit dem weiten Abschlag. Hirschhofer verlängert. Gusic auch schon als Mittelstürmer da vorne. Verwirrung im Strafraum. Und dann ist es Todorowski. Der bringt den Ball nochmal zur Mitte. Hirschhofer einen Schritt schon zu früh im Strafraum vom Mauerwerk. Ja, zu schnell gewesen da. Die Strafraumbesetzung des Sportclubs. Trainer Weinstabel, ja, der sieht einen Freistoß noch von Todorowski. Aber wieder ist Kuru Endstation.
keine Mühe da beim Freistoß von Todorowski. Die letzten Minuten sind angebrochen. Wieder Verwirrung im Strafraum. Hirschhofer mit der vielleicht sogar schon letzten Chance für den Wiener Sportclub. So ist es nämlich auch. Mauerwerk und Trainer Schweizer, ja, die gewinnen 1-0 beim Sportclub. Der Jubel bei den Simmeringern natürlich groß. Ja, wie sagt man so schön, der Trainereffekt hat geklappt. Also der Sieg 1-0 für Mauerwerk. Norbert Schweizer kann also die Simmeringer wieder zum Leben erwecken und den zweiten Sieg in der laufenden Meisterschaft einfahren. Ein fußballerischer Leckerbissen war es aber nicht. Das hat aber in dieser Situation auch keiner verlangt. Die 3 Punkte zählen. Beim Sportclub hat an diesem Tag nicht viel zusammengepasst. Da waren zuerst die beiden verletzungsbedingten Ausfälle von Heiden und Schandl kurz vor dem Spiel. Da hat man quasi die 2 Verteidigerpositionen noch umdrehen müssen. Und das hat man natürlich auch im Match gespürt, obwohl Thomas Jackl hervorragende Chancen vorgefunden hat. Aber Bartolomé Coru im Tor von Mauerwerk hat die alle pariert. Eine Niederlage für den WSC, die natürlich schmerzt, aber die man schnell wegstecken muss. Denn am Freitag wartet mit der Wiener Austria im Unica ÖFB Cup schon der nächste schwere Brocken. Ja, das war eine spannende und interessante 8. Runde in der 3. Liga. Schauen wir uns noch einmal die Ergebnisse an. Bruck an der Leiter schießt Neusiedl am See mit 6:1 vom Platz. Machfeld-Mannsdorf besiegt das Team Wiener Linien mit 2:1. Dreiskirchen verliert gegen Stripfing 0:1. Mauerwerk schafft mit einem 1:0 Erfolg über den Wiener Sportclub den Turnaround. Admira Juniors und Strasbourg trennen sich 2:2. Und Leobendorf bleibt weiter die einzige Mannschaft ohne Punkteverlust und gewinnt gegen Wiener Viktoria mit 3:0. Die Tabelle, da hat es einige Veränderungen gegeben. Vor allem an der Spitze Leobendorf hat mit 18 Punkten jetzt die Führung übernommen. Dahinter liegen der Wiener Sportclub, Bruck an der Leiter und Stripfing. Am Tabellenende gibt es keine Veränderung, da hat immer noch der SC Neusiedl am See die rote Laterne umhängen. Ja, bereits morgen am Dienstag gibt es 2 hochinteressante Nachtragsspiele. Um 19 Uhr trifft der SV Stripfing zu Hause auf das Team Wiener Linien und um 19.30 Uhr bekommt es der FC Machfeld-Mannsdorf mit dem FC Mauerwerk zu tun. Beide Spiele natürlich wieder bei uns im Livestream, nicht verpassen. Vor allem die Mannsdorfer nicht, die haben ja keine Zuschauer im Stadion und daher ist es natürlich aufgelegt, sich das Match bei uns anzusehen. Die 9. Runde am kommenden Wochenende wird aufgrund des Unica ÖFB Cups wieder einmal eine Rumpfrunde mit nur 4 Spielen. Am Freitag bekommt es Tabellenschlusslicht Neusiedl am See mit Wiener Viktoria zu tun und Strasbourg versucht zu Hause wieder einmal den Fluch zu besiegen und trifft auf Bruck an der Leiter. Ankick ist um 19.30 Uhr. Samstag dann die Partie Team Wiener Linien gegen die Admira Juniors und am Sonntag dann das Spitzenspiel zwischen Mauerwerk und Dreiskirchen. Unglaublich aber wahr, wir haben heute wieder einmal ein Team der Runde für Sie, das 2. in der laufenden Saison und folgende 11 Spieler schafften es in die Auswahl. Ja, nach dem Team der Runde gibt es natürlich auch ein Tor der Runde. Auch dieses gibt es am 8. Spieltag und folgende 3 Treffer schafften es in unsere Auswahl. Sie können ab sofort wählen auf facebook.com. Jederzeit, immer wann Sie wollen, einfach bei Ihren Lieblingstreffer ein Gefällt mir hinterlassen. Thank you.
Wie gesagt, diese drei Treffer können Sie ab sofort auf unserer Facebook-Seite unterstützen. Einfach bei Ihrem Favoriten ein Gefällt mir hinterlassen. Und ja, für heute war es das einmal nicht vergessen. Morgen gibt es zwei Nachtragsspiele. Bei uns sind Sie natürlich wieder im Livestream mit dabei. Eines noch. Fan.at, das dürfen wir nicht vergessen, Fußball aus jeder Ecke des Landes. Holen Sie sich die App und verpassen Sie keine Highlights, Neuigkeiten oder auch Tore der dritten Liga. Natürlich auch internationaler Fußball, Bundesliga-Fußball und Unterhausfußball, die dürfen natürlich auch in dieser App nicht fehlen. Ich darf mich bei Ihnen jetzt verabschieden und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit unserem weiteren Programm hier auf Krone TV und wir sehen uns wieder am Donnerstag und bis dahin auf Wiedersehen. Boom, 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 boom.